Noch in diesem Jahr beginnt die Turmsanierung der Basilika St. Martin. Das sagte Pfarrer Franz Meiler anlässlich des Vororttermins der CSU-Stadt Mitte. Das Bauwerk habe erhebliche Schäden. Eine Sanierung sei irgendwann einmal unumgänglich geworden, auch wenn das Bauwerk ohne Sanierung noch 40 Jahre stehen könnte, ohne einzustürzen, so Pfarrer Meiler. Zu den Details der Maßnahme. Wir müssen jetzt dieses Jahr die Gründung machen. Das heißt, die Filz muss abgedämmt werden, also Spundwände müssen gesetzt werden. Und dann wird von der Filzseite her aufgegraben. Es wird Beton eingespritzt, eine Masse, die halt nötig ist, um das Fundament festzumachen. Denn man hat festgestellt, dass keine Holzpfähle da sind, sondern dass unten eigentlich der Schlamm ist und Bauschutt oder Steine, Bruchsteine. Das wird ungefähr 7 Meter nach unten gehen müssen, dass der Turm dann fest ist. Und im nächsten Jahr dann soll die Restaurierung des Turms selbst beginnen, also Sandsteinrestaurierung und dann vor allem später, dann nach 3 Jahren vielleicht die Turmhaube. Die interessierten Gäste, darunter auch Oberbürgermeister Wolfgang Dandorfer, Kreisvorsitzender Martin Preuß und CSU-Fraktionschef Dieter Musemann, sind sich einig, dass mit der anstehenden Maßnahme mit Weitblick gehandelt wird. Auch wenn die Bauabschnitte mehrere Millionen Euro kosten werden. Zumindest gibt es auch Fördermittel. Wir sind auch dankbar, dass uns die Diözese 45% zugesagt hat. Dann wird uns auch von Seiten des Landesamts für Denkmalpflege des Entschädigungsfonds von München her, auch vom Bund her in Aussicht gestellt, dass anteilmäßig mitgewirkt wird. Auch die Deutsche Stiftung Denkmalpflege, die in Potsdam angesiedelt ist, hat uns in Aussicht gestellt, wir könnten damit rechnen. 20% etwa werden wir allerdings von der Pfarrei selber schultern müssen. Im Anschluss an den Vororttermin gab es dann von Pfarrer Meiler noch viel Wissenswertes zur Basilika, eine Turmführung mit inklusive.